Guten Abend, liebe Leute. Es ist wieder Zeit für ein, zwei Runden Minecraft. Also diesmal starten wir direkt mit Minecraft, weil ich finde, mit Persona 5 kann man besseres Open Ending machen. Oh, warte mal. Also diesmal starten wir. Was? Wo bist du, Fenster? Da, hier. Okay. Und ja, das heißt, Minecraft kann man so besser aufhören, wenn ich halt nichts mehr zu tun habe. Und bei Persona 5 ist es eher so, du weißt halt nicht, wann du gerade speichern kannst und wann du aufhören kannst oder wann ich keinen Bock mehr habe, weil eigentlich habe ich immer Bock. Das ist halt das Große. Und ich habe wieder ein bisschen was heimlich gemacht, offscreen. Das heißt, ich habe meine beiden Äxte, die ich hatte, das eine war ja Sharpness, Mending, Unbreaking und das andere war Effizienz. Habe ich zusammen geklatscht, weil ich keinen Bock hatte, die hier aufzuladen. Wie man sieht, ich habe meine Elytra wieder komplett aufgeladen, habe hier auch Unbreaking drauf gebatscht. Hab halt bei denen jetzt auch aufgeladen komplett. Und das habe ich halt alles offscreen gemacht. Und noch eine Sache habe ich gemacht, Nachdem ich ja jetzt Unbreaking auf der Elytra habe, kann ich verdammt viel, verdammt lange und viel fliegen. Deswegen habe ich ich habe meine ganze Gunpowder auch noch für Fireworks ausgegeben. Alter, haben wir jetzt viel bekommen davon. Da müsste ich auch mal alles schmelzen hier. Ey, jetzt haben wir eine komplette Kettenrüstung. Die stelle ich mir irgendwo hin. Die Kettenrüstung stelle ich mir safe irgendwo hin. Obwohl ein verzaubertes ist, ist eigentlich lieber ganz so oder ganz verzaubert. Das ist immer noch das Doofe. Die haben bei diesem scheiß Snapshot-Update. Du, ich kann ja nicht sehen, was es hat für eine Verzauberung, wie der Name ist und alles. Weil ich musste es rausnehmen und danach hier im Inventar angucken. Oh, das hat sogar voll viel. Fever Falling Protection Unbreaking. Krass. Und das ist halt das Doofe. Ich kann jetzt nicht sehen, ja, was hat das für eine Verzauberung. Ich muss es rausnehmen, angucken. Und fuck, das ist falsch. Ja, wieder reintun. Und das Schlimmste ist, bei den Büchern. Was ist das? Musst du hier alles erstmal hier unten reinziehen. Dann guckst du es dir an. Dann gehst du wieder. Oh fuck, welches war es jetzt nochmal? Jetzt siehst du es halt wieder nicht, weil es nicht wieder da steht. Du musst echt immer hier gucken. Oh. Das regt mich irgendwie sehr, sehr auf. Also, Ich weiß einfach nicht warum. Das ist, weil die wahrscheinlich wegen diesem neuen. Die wollten ja das beim Servus Sprayer, guten Abend. Warte, man kann ich ja wieder Chat einblenden. Bei Minecraft blende ich ja gerne Chat ein. Also, und alles fit hier heute Abend. Auf jeden Fall. Ah, das Buch ist wenigstens da. Beim letzten Snapshot-Update war ja das Buch nicht mehr angezeigt. Jetzt ist wenigstens das Buch da, aber die wollten ja beim Update, dass der Name drüber steht. Warum auch immer, aber okay, das wollten die. Und das tut's halt jetzt nicht mehr. Auch komisch fand ich. Funktioniert es jetzt? Ja, das fällt nicht raus, sondern es spawnt wieder an dem Platz, wo es war. Wenn ich jetzt von hier wieder rein tue. Dann ist okay, das landet in meiner Hand. Aber das spawnt halt direkt in meiner Hand. Selbst von hier hinten. Es ist wieder in meiner Hand. Ja, normalerweise ploppt es hier so raus. Weil die wollen das auch so updaten, dass. Sicher, das ist gut. Dass es jetzt drin bleibt. Weil sich voll viele davon darüber beschwert haben, dass dieses scheiß Lapis Lazuli. Man muss immer eine Kiste neben dem scheiß Verzauberungsdings haben, damit man es verzaubern kann. Uiuiui. Frames-Einbrüche. Ah, okay. Warte mal. Ist ja jetzt echt voll krass. Ich hab zwar einen Killer-PC, aber irgendwie Minecraft denkt sich so, ja, nö. Hast du nicht. Bei anderen Spielen kann ich so ein Ultra zocken. Keine Probleme mit 1000 Shadern und hier und da. Und bei Minecraft so, nee. Warte mal, ich mach's mir wieder auf 10, wenn schon, denn schon. 10 hat immer gut funktioniert. Obwohl, es leckt wieder. Was soll denn das? Uiuiui, finde ich den Soundcollector. Oh. Ich weiß nicht mehr, wo mein Handy ist. Jetzt mal ehrlich, wo ist mein Handy? Minecraft sagt nie nein. Warum, Joe? Hattet ihr Lust, irgendwas heute zu machen? Weil, eigentlich wollte ich immer Donnerstag streamen. Und ich dachte, du kannst nicht. Von daher. Naja. Und man sieht jetzt, es hat bis jetzt nur 2 verloren auf den ganzen Weg hierher. Davor waren es 20. Ja, okay, jetzt sind es schon wieder 4 oder so. Oh, Landung. Geht. So. Ich habe die Goldrüstung hier hingestellt, die eine. Oder? Ne, hatte ich schon davor. Stimmt ja. Scheiße. Okay.
Ach ja. Hi, Lisa. So, dann... Was wollte ich machen? Hier habe ich noch so... Ne, warte mal. Das ist für die. Hier habe ich so eine Sache, die ich eigentlich tun wollte. Das Komische ist, Mending klappt nicht auf dem Buch. Was ich nicht verstehe, warum. Feverfalling auf den Schuhen habe ich ja eigentlich, wenn man jetzt in meine goldene Kiste guckt. Ja, stimmt, wird dir nicht angezeigt. Hier habe ich ja Feverfalling 4 drauf, fehlt nur noch Mending. Weil ich glaube, ich habe sogar noch ein Mending-Buch. Victor, geh hin. Ich muss erstmal mein Handy suchen. Dann halt kurz einen Augenblick. Okay. Wird wahrscheinlich gleich eine Werbeunterbrechung von 2 Stunden wahrscheinlich, weil ich dann wieder weg bin. Aber, ja gut, dann ist es halt so. Aber dann streame ich danach nochmal so 21, 22 Uhr. Noch ein bisschen. Und ja. Eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte so eine kleine Allround-Schmiede machen, wo ich einfach diesen ganzen Scheiß reinbatschen kann. Und dass da dann alles fertig rauskommt. Weil ich meine, wozu brauche ich Goldschwerter? Wozu brauche ich Goldrüstungen? Und all den Zeugs. Oder diese Eisenschwerter, die Zombies droppen. Brauche ich ja gar nicht. Und... Hier stehen auch Dinge drin. Ja, genau. Ach ja, die Dinge, die ich machen wollte. Unbreaking of Elytra habe ich ja jetzt gemacht. Musik finde ich gerade ein bisschen laut. Mending auf dem Bogen. Geht nicht. Habe ich probiert. Auf diesem Bogen will kein Mending drauf. Ich glaube, das beißt sich mit Affinity. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gewollt ist, dass es nicht funktioniert. Oder wieder so ein Leck ist, dass ich... Wie die Bücher da, die nicht gehen. Danach, Feverfalling auf den Schuhen. Da brauche ich ja nur noch Dings drauf. Goldrüstungen schmelzen. Das ist das, was ich machen wollte. Ein Pferdeschuppen. Getting Leder, meine ich damit, dass ich mehr Bücher machen kann, aber kann ich ja mal kurz demonstrieren. Man braucht ein Leder für ein Buch und 3 Papier. Aber wenn ich das verkrafte, kommt nichts raus. Egal wie ich es anordne, es funktioniert nicht. Minecraft denkt sich so, Bücher? Na, was bist denn du für ein Bücherwurm? Nee, kriegst du nicht. Weg damit. Und deswegen kann ich keine Bücher mehr machen. Ich habe zwar zum Glück noch ein paar über. Eine Handvoll. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich das Ganze dann weghaue und mir dann quasi in Anführungszeichen welche ercheate. Also, weil ich kann ja, eigentlich sollte ich mir welche craften können, aber das geht ja nicht. Von daher besorge ich die mir dann irgendwie anders. Ach ja, Minecraft denkt sich immer wieder so, nee, kein Bock. Erstmal Frames-Einbrüche, obwohl ich Killer-PC habe. Danach... Bücher craften, so, nein, kriegst du nicht. Das ist auch mit diesem komischen neuen Advancements, oder? Mit diesem Crafting. Dieses, was sie da neu machen für die neuen Adventure-Maps, so, ui, du kannst jetzt spezielle Crafting-Rezepte blockieren und alles, bloß das buggt wahrscheinlich so rum, dass ich keine Bücher mehr machen kann. Oder hier mit den, verschluckt, mit den neuen Advancements. So diese neuen Trophies, die jetzt auch mega rumbacken, das heißt, wenn ich mich einmal aus und wieder anmelde von der Welt, kommt direkt so ein neues Rezept erlernt. Hier, guck mal, check mal dein Rezeptebuch. Guck ich nach. Okay. Es sind die Dinger. Hier ist ja nichts mehr Neues. Genau. Ups, genau so hier. Hier ist ja nichts mehr. Ich kann mir zwar Papier craften und eine Map, aber ich kann mir kein Buch machen. Das spinnt komplett verrückt irgendwie. Und zum Beispiel Raketen habe ich mir auch schon... Ups. Oh, tschüss. Habe ich mir auch schon gecraftet, aber die denken sich auch so, ja, ich tauche da nicht auf. Du kannst mich zwar craften, aber du kannst mich nicht automatisch craften. Naja, warten wir mal ab, wie das dann auch sieht nach den ganzen... Wenn die Snapshots zu Ende sind, ist ja eh alles nur so Testphase, damit die Bugs weg sind. Uiuiui, hier verstecken sich ja voll viele Kühe. So, erstmal alle begatten. So, alle wurden begattet. Okay. Dann die automatische Schmiede. Wo mache ich die hin? Uiuiui, Skelett mit komplett Goldrüstung. Na, du hast aber Cash. Und er droppt die Rüstung nicht. Schmarotzer. Normalerweise, wenn du den eigentlich umbringen würdest, müsstest du die eigentlich so 100 pro bekommen. Ui, das schaut hässlich aus. Muss ich auch noch wegmachen. Weil ich meine, du bringst ihn um. Und er würde da eigentlich tot rumliegen. Das heißt, du müsstest eigentlich die Rüstung einfach nehmen können. Aber naja, ich hinterfrage jetzt mal das nicht. Tun wir mal das Weizen zurück. Also ich bin jetzt wahrscheinlich noch so für eine 10 Minuten noch da. Und danach geht's ab mit mir weg. Und dann streame ich später wieder. Tut mir leid. Ist aber so.
Das Haus habe ich auch noch nie von innen eingerichtet. Stimmt, das war ja das Haus, was ich für dich, Sprayer, gemacht habe. Ja, hier steht es, ist das Schild. Anwesen von Sprayer. Aber habe ich noch nie innen eingerichtet. Mal gucken, vielleicht mache ich noch ein hübscheres Haus, weil ich meine, du hast mir Dings, die DLC von Isaac gekauft. Du musst was Hilfskrasses bekommen als das Haus. Kriegst du. Oh, Golem-Schild oben. Überlege ich mir jetzt mal. Ich habe die Blöcke dabei, die ich brauche. Wo ich mir meine kleine Schmiede... Ich glaube, da unten könnte ich die machen. Dann räume ich mal das hier innen drin weg. So, eine Höhle. Uiuiuiui. Habe ich... Ja, ich habe vor keinen Gut. Hier drin ist eine Höhle. Die habe ich noch nie gesehen. Sogar noch Kohle. Und... Gras unter der Erde. Ja, schön. Du kannst auch ruhig schreiben, auf was du für ein Haus Bock hättest, was du so gerne sehen würdest. Zum Beispiel so ein, yo, ich hätte gern ein, was weiß ich, ein Höllen-Style-Haus. Das hier. Ah, hier geht's wieder raus. Oh, interessant. So ein Höllen-Style-Haus oder so ein Steinhaus, wo so Wasserfall rauskommt oder irgendwie so ein Legend of Zelda Wassertempel-Haus. Ist es im Haus drin? Oh, das ist draußen. Krass. Okay, dann muss ich das auch reparieren. Ja, jetzt habe ich die Tür kaputt gemacht. Nicht mein Ernst. Future. Ja, du willst wie Future. So futuristisches, modernes oder futuristisches Haus? Futuristisch. Da muss ich gucken, wie ich das dann hier reinklatschen kann. Mache ich wahrscheinlich ein bisschen abseits, weil es passt dann nicht zum Dorf-Style. Dann mache ich vielleicht noch so ein bisschen zukunftsmäßigeres Dorf. Ich mache ja eher hier alles von Anfang bis Ende. Also meine komplette Minecraft-Welt wird komplett bebaut. Geht zwar nicht, weil die unendlich ist, aber ich mache die trotzdem komplett. Ja, okay, futuristisch. Okay. Dann würde ich eher so Quarz, so... Ja, die weißen Quarzblöcke. Obwohl, es gibt ja jetzt die diese ganzen Concrete-Zementblöcke. Da ist es weiß sogar, glaube ich, auch ganz schick. Erstmal höhle ich das hier hinten aus für die neue Schmiede dann. Und danach mache ich hier diese automatische Schmelzeinrichtung. Kann ich ja dann auch zur Kanalisation führen, damit alles verbunden ist. Und hier müssen auch noch Türen hin. Warte mal. Eine Tür habe ich ja jetzt hier schon gerippt vom anderen Haus. So, drei Gravel haben wir. Oh, haben wir viel Kohle. Danach kommen wir weiße Box her. Das ist ein futuristisches Haus. Wow, muss ich mir überlegen, wie ich das schön hinkriege. Habe ich schon mal in meiner Testwelt probiert, so ein, ja nicht futuristisch, sondern eher ein modernes Haus zu machen. Ich überlege gerade. Ja, da muss ich aber erstmal mit den Styles gucken, bevor ich da Hand anlege. So, ich muss mal so schnell mal fix hier zubatschen. Und dann hier so zumachen, okay. Ja, okay, dann ist das wieder repariert. So. Ich wollte hier auch noch so mal gucken, ob ich das hinkriegen würde. Da hinten einen Berg anlegen, der hier rüber geht. Wie solche Stacheln, die aus dem Boden wachsen. Und Essen wäre nicht schlecht. Huiuiui, von wo haben wir diese 35 Rotten Flash? So. Das Haus ist ja eigentlich auch ziemlich... Fertig, nur Glas fehlt, aber haben wir... Ich glaube, wir haben nicht mal Glas dabei. Nee, haben wir nicht. Naja. Dann kann ich ja mal gucken, wie viel ich von... Warte mal. Man braucht dafür... Gravel und Sand. Davon müsste ich eigentlich einiges haben. Oh, fuck. Gegen Laterne geknallt. Gravel und Sand brauche ich. Müsste ich eigentlich mehr als genug haben, hoffe ich jetzt mal. Habe ich das da hinten hin? Uiuiui. Sind die Soundtracks echt so laut oder kommt es nur mir so vor? Mach ich mal für mich ein bisschen leiser. Okay, hier Sand. Habe ich nicht mehr so viel. Aber ich hatte, glaube ich, in einer meiner Kisten ein bisschen Sand drin. Ja, hier. Und Gravel. Habe ich hier hinten Gravel? Ne, habe ich nicht. Habe ich Gravel? Oder? Doch. Hier drin war ja Gravel. Und dann brauche ich dafür noch Farbe. Sand, Gravel, Farbe. Damit macht man Concrete.
So, welche Farbe nehmen wir? Ich würde Weiß dafür dann nehmen. Haben wir Weiß? Ja, Bone Meal halt. Bone Meal. Oh, haben wir genug. Oh, warte mal. Falsch. Ist das immer 4 auf 4? Also 4 das, 4 das. Okay. Dann kriegen wir 21 mal 8. Wir haben fast 3 Stacks weißes Concrete. Ja, gut. Ist ja schon mal ein Anfang. Dann batschen wir das Concrete dann auch irgendwie. Ja, das muss man halt manuell machen. Das ist, was mich ankotzt. Wir haben doch noch mehr Concrete. Das kann doch nicht sein, dass das alles war. Wir haben bestimmt noch eine Kiste mit Concrete. Oh, Glaskiste. Warte mal. Da machen wir auch Glas drauf. Oh, hier haben wir anscheinend echt keine, oder? Hier? Doch, das ist, glaube ich, Concrete, ne? Ja, das ist Concrete. Haben wir in unserer Tonkiste. Lehmkiste, was auch immer. So, da haben wir ganz viel Weiß und Rot. Weiß und Rot schaut eigentlich gut für futuristisch aus. Vor allem dieses Weiß und Rot, das ist so richtig wenigstens Weiß und Rot. Ist eigentlich nur weißer Sand, aber mit bisschen Kies. Und wenn wir es mit Wasser mischen, kommt schönes Zeug raus. Ups. Wir packen das... Ach, nach da, glaube ich, am besten. Ich glaube, ich könnte es auch so machen, weil dann fällt es automatisch runter. Weil da sieht man die Texturunterschiede. Das ist so glatt und das ist noch so sandig. Ah, ne, das muss man mit Spitzhacke jetzt machen, ne? Ja, ist eigentlich voll die gute Technik. Einfach so einen dicken Turm machen und immer wieder hin und her abbauen. Ah, ich glaube, so geht's echt am schnellsten. Warte mal, dann mache ich das mal komplett. Ich meine, wir haben ja 3 Stacks, das kann auch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ich habe nur eins mitgenommen. Ja, ich habe nur eins mitgenommen. Warum auch immer. Ich denke einfach nicht mit. Doch, so ist es ganz angenehm. Ah, schön. Jetzt haben wir schon mal weißes Concrete. Das ist schon mal der Grundstein des futuristischen Hauses. Muss ich noch ein paar andere Blöcke farmen. Ich muss mal gucken, wie viel ich von... Wie heißt das? Quarz. Von dem ganzen Quarzgedöns habe. Weil Quarz ist auch sehr, sehr weiß. Was verwende ich dafür dann noch? Und ich habe ja hier schon mal angefangen. Ah, das habe ich auch noch verändert. Ich habe die Map ein bisschen erkundet. Mit meiner Elytra, die jetzt auf Unbreaking ist, einfach mal hier komplett durchgeflogen. Und okay, hier unten halt noch nicht ganz. Aber... Ah, hier ist auch noch Fehler. Wir haben, ich glaube, hier oben 1, 2, 3 Monuments. Dann war hier, glaube ich, oder hier noch ein Monument. Und hier waren auch 2, 3 Monuments. Also hier in der rechten Seite der Map richtig viele. Da können wir einfach, wenn wir die ganzen fertigen Respiration Potions haben, einfach mal überall durchfliegen und dann, einmal durchfliegen, dann tauchen und dann alles abluten. So. Ich habe eben auch noch ein paar in einer anderen Farbe. Dann gucke ich mal, was für Farben wir alle noch da haben. Ah, hier. Wir haben noch... Ich mache mal zweimal gelb. Einmal das, einmal das, einmal das. Ja, warte mal. Falsch. So. Okay, zweimal gelb. Einmal schwarz. Dann da nochmal pink. Warum auch immer. Warum nicht, ne? Okay. Dann haben wir jetzt wieder ein paar neue Concrete Powder Dinger. Davon will ich halt auch alle Farben haben. Ne, warte mal. Puder aus oben. So. Und dann der Rest wieder hier rein. Kies und Sand hier rein. Ich muss auch mal wieder Sand farmen. Und was habe ich auch vor. Wenn die Vollversion von Minecraft 1.12 draußen ist, also
die, die jetzt dann fertig ist, will ich die Welt, will ich eine komplett neue Welt generieren und mein Dorf in dieser Welt dann einbauen. Weil, mich kotzt es schon an, wir haben schon so viel hier erkundet, aber nichts spawnt vom Neuen. Wir finden keine Lamas, keine Eisbären, keine Papageien, weil die Dinger nicht spawnen. Weil die hier noch so generiert sind, ja, das ist das Alte und da spawnen die Monster halt nicht. Das ist halt so. Dann müsste ich halt 10.000 Blöcke weit weg, nur um halt einen scheiß Papagei zu sehen. Und das will ich halt nicht. Wenn ich halt schon einen Dschungel nebenan habe, dann will ich da auch, dass die neuen Tiere da drin spawnen. Und leider tut's das halt nicht. Okay. Tue ich mal die ganzen Scheißdinger hier weg, die ich nicht brauche. Kohle haben wir jetzt auch wieder voll viel, mein Gott. Okay, jetzt. Ich habe gerade schon angefangen zu reden, aber Mikro war irgendwie stumm geschalten. War ja bei mir jetzt eine kleine Unterbrechung. Aber egal, ich spiele jetzt ein bisschen weiter Minecraft. Und... Boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, was ich geplant habe. Jetzt kriege ich wieder ein neues Rezept angelockt, obwohl keins angelockt ist. Oh, warte mal, sind welche angelockt? Aber immer noch kein Buch. Ach ja, weil ich die gecraftet habe. Aber das ist ja auch richtig, ey, wenn sich das die Farbe ständig ändert. Pff. Das sind alle, die ich schon gelernt habe. Okay, gut zu wissen. Oh je. Oh je. Ist ja richtig, AIDS. Hauptsache, das Holz habe ich, aber die anderen Holzsorten nicht. Oh Mann. Ja, dann mache ich es nicht. Kein Bock. Ich dachte mir jetzt, ja, dann mache ich alle Holzsorten mal. Ah, okay. Jetzt bin ich voll aus dem Kontext raus. Ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben. Und wo ich weitermachen wollte. Zum einen, warte mal. Das eine könnte ich ja machen. Da oben... Da hinten die Schmiede. Ob ich einen Weg von dem Haus zu der Schmiede hier unterirdisch darüber machen kann. Oh, ein Bett liegt hier. Habe ich eins dabei? Nee, ich habe kein Bett dabei. Dann buddel ich mich mal in die Richtung. Und dann müsste ich... Ich weiß jetzt nicht, wie lang ich... Oh, bis hierher. Gut. Ich dachte, es wird noch ein bisschen weiter. Oh, Kohle. Und mache ich, dann verbinde ich das auch noch mit der Kanalisation. Und dann haben wir einen unterirdischen Gang. Wir müssen nie wieder ans Tageslicht gehen. Haha. Wie so ein echter Zocker. So. Warte mal. Das habe ich aber hier von den Krebs gemacht hier. Weg damit. Dann kann ich ja das hier schon mal zubatschen. Auf welcher Höhe ist es überhaupt? Diese Schmiede hier, die ich hier mache. So, die ist hier. Und ich will auch den ganzen Weg hier unterirdisch irgendwie nützlich machen. Dass alles, was ich hier unten hinbatsche, irgendwie nützlich sein könnte. Das heißt, auch wie bei meinem Haus, ein bisschen Enchanting Table, ein bisschen hier hingebatscht, das hingebatscht. So, dass wir ein bisschen Effizienz immer auf dem Weg haben. Vielleicht noch ein paar neue Farm-Dinger, obwohl wir haben ja unseren Turm. Bei der anderen Stadt wäre es halt logisch, weil wir da nicht alles haben. So, warum ich das jetzt alles hier zu... Quatsch, weiß ich nicht. Das ist so... Ah, brauche ich nicht. Ich brauche da nicht so 10 neue Seiten, irgendwas. Okay, dann batschen wir das mal zu. Das ist die Ebene, ne? Und ja, okay, dann haben wir schon die Ebene. Nein, es geht noch eins runter. Oh. Dann weiße Kiste mit meinem Bauzeugs. Ich mache, glaube ich, wieder Spruce Wood, ne? Glaube ich, das, was ich eher am häufigsten verwende und ich trotzdem immer noch am schönsten finde. Ist das Spruce? Ich sehe es ja nicht. Ne, das ist Dark Oak, ne? Das ist Normal Oak. Das sollte Spruce sein. Ja. Sieht halt genau gleich aus. Dann nochmal ein Crafting Table. Oh, wir hatten schon einen. Hoppla. Hoppla! Ups. Was mache ich hier? Dann. Da habe ich auch schon ein paar. Ja, ich glaube, tiefer legen. So. Zack. Und das hier wieder zu batschen. Batsche, batsche. Okay, der Chat ist ja noch an von dem, was davor an war. Hab irgendwie. Anscheinend hat sich's nicht resettet. Es war irgendwie noch angeblieben. Naja, es ist ja nicht schlimm, ne? So, weg damit. Gut. Und jetzt das auch. Muss ich halt gucken, wie das nochmal funktioniert hat mit dem automatischen Dings. Da war ja, glaube ich, auch noch irgendwas mit Redstone mit dabei, aber wie, weiß ich nicht mehr genau.
Muss ich auch noch mal kurz nachgucken. Aber sollte ja nicht das Problem sein. Eisen. Was würde ich übel gerne irgendwie in Minecraft drin haben, als Verzauberung. Ja, warte mal, du darfst weg. Dich erlaube ich mal, wegzutun. So. Wenn jetzt auf einer Spitzhacke. Weil ich meine, es gibt ja Fortune, na, dass du zum Beispiel Kohle und so mehrmals rausbekommst. Aber jetzt zum Beispiel für Eisen und Gold, ja, Gold auch, da kriegst du ja trotzdem nur eins raus, muss ja schmelzen. Das heißt, da kannst du nicht mehr bekommen, was ich ein bisschen unfair finde. Für Eisen und für Gold kannst du nicht mehr bekommen. Aber für Kohle und Diamanten, Hauptsache Diamanten gehen auch, aber Eisen und Gold nicht. Das ist sowas wie, dass du dich auf die Spitzhacke auch noch Schmelzen drauf tun kannst. Das wäre jetzt zum Beispiel das gleiche wie Silk Touch. Wenn ihr zum Beispiel das hier abbaust, würdest du Cobblestone rausbekommen, aber weil die Spitzhacke heiß ist, wird es gleich geschmolzen. Also kriegst du es dann raus, so wie Silk Touch. Aber wenn du jetzt Eisen oder so abbaust, kriegst du direkt Eisenbarre raus. Eisenbarren raus. Und ich glaube, da oben ist. Da oben ist der Scheiß. Mal gucken. Ich glaube, ich mache das da anders. Habe ich noch Treppen? Nee, habe ich nicht. Das dann. Hi Lisa, zum zweiten Mal heute. Und grüß dich, Joe. Lern schön. Religion. Okay. Aber das wäre halt cool, wenn auf der Spitzhacke auch noch Schmelzen drauf wäre. Und Fortune, dann heißt es, wenn du so Eisen abbauen würdest, es wäre geschmolzen und wegen Glück kriegst du vielleicht zwei Stück raus. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, weil ich meine. Ach, das hier. Muss ich mal gucken, ob ich es von der anderen Seite zubatschen kann. Scheiße, wäre es sonst nicht gehen würde, aber ich krieg's ja so hin. Es war ganz nett. Hier ist auch offen, hier ist auch offen. Ja, okay, muss ich von der anderen Seite zubatschen. Geh off, Joe. Geh off. Ja, das wird easy. Das kann man einfach hier so zubatschen mit dem einen. Als ob nichts gewesen wäre. Okay. Ich könnte hier auch, oder? Fackeln hier hinsetzen. Dann wäre es auch ein bisschen erleuchtet. Weil ich will hier alles so ausleuchten, dass nichts spawnen sollte, dürfte, könnte. Wie auch immer. Hier sehe ich im Chat ist dann wieder. Warte mal. Smileys, Emojis. Emojis werden nicht angezeigt, was ich irgendwie komisch finde. Naja. Ist halt so. Okay, dann kommt man hier rein. Wie mache ich weiter? Weiße Kiste? Wo ist meine Glasfolie? Weiße Kiste. Ich glaube, ich arbeite ein bisschen mit denen hier. So, mache ich das mal weg. Und dann kommst du hier so rein und dann ist halt erstmal so ein Eingang. Da. Hab ich noch ein paar zum Glück. Und dann geht's hier so. Ja genau, du kommst rein. Da brauche ich noch ein bisschen von dem holzigen Holz. So. Die Decke muss ich auch noch irgendwie. Wie mache ich es hier? Ich glaube, ich mache das hier weg. Und batsch hier das hier rein. So, genau. Und dann hier setze ich, glaube ich, einfach nur Holzplanken hin. Ja, Penner. Ey, ich glaube, ich filter gleich ein Wort. Penner. Ist ein böses Wort, darf nicht gesagt werden. So. Und hier wird auch ein Glowstone ganz schick. Oder? Oder wird es zu sehr nerven? Wird es zu sehr nerven? Ich finde die Musik gerade heftig laut. Okay. Erstmal warte mal die Seite reloaden. Ist alles auf stumm, damit ich mich nicht wieder dreimal selber höre. Ja. Okay. Glowstone. Kann ich darüber wegmachen? Weil wenn, dann könnte ich da irgendwas Redstoneiges machen und dann sogar eine Laterne hinsetzen. Ich glaube, ich husche mal kurz zu meinem Hause. Dadurch, genau. Dann müssen wir noch gucken, wie ich das mit der Untergrundgacke, auffülle. Auffülle, sage ich schon, mit der Kanalisation verbinde. Beide zu, beide zu. Und Redstone-Kiste. Hier. Habe ich eine Laterne? Habe ich natürlich nicht. Ich glaube, man braucht vier davon und einen Glowstone. Habe ich ja zum Glück ein paar.
War das mit 4 oder mit 8? Ne, mit 4. Passt. Und dann brauche ich nur noch eine Glowstone-Fackel. Oh, habe ich nicht mehr so viele. Gut, dann mache ich mir ein paar. Hier ist Zeugs.